Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Mein Name ist Ralf Müller, aber da das eher ein Sammelbegriff ist als ein Name, benutze ich meistens mein Middle Initial, das D, das heißt in sozialen Medien oder sonst wo, findest du mich unter dem Namen Ralf D. Müller. Was steht auf deiner Visitenkarte? Eine Visitenkarte habe ich schon lange nicht mehr. Was ich mache, ich bin Architekt bei der DB Systel GmbH, dem IT-Partner der Deutschen Bahn. Und da kümmere ich mich ja um Architektur, aber vor allem um Dokumentation. Wie bist du da hingekommen? Spaß an der IT natürlich, aber auch viel Neugierde. Die Neugierde hat mich immer wieder in neue Bereiche der IT gezogen. So habe ich mich zum Beispiel auch lange Zeiten mit Computergrafik beschäftigt oder auch mit Hardware. Und irgendwann wollte ich halt wissen, wie die Systeme zusammenspielen und bin dadurch in die Softwarearchitektur gekommen. Den webbasierten Systemen bin ich allerdings über all die Jahre treu geblieben. An der Uni habe ich miterleben dürfen, wie das Internet sich langsam aufgebaut hat, es die ersten Browser gab. Dann durfte ich in meinem ersten Job webbasierte Systeme selbst bauen. Mittlerweile habe ich mich dann doch auf Dokumentation und Security in Sachen OAuth 2 spezialisiert, was aber eben auch wieder zumindest das Webumfeld streift. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? In den IT-Bereich hat mich das Glück gezogen, dass meine Eltern mir relativ früh einen Homecomputer geschenkt haben und ich dann viele Stunden damit verbracht habe, Listings aus Computerzeitschriften abzutippen. Damals war das so. Damals, man hatte erstmal nur den Homecomputer, man hatte noch nicht mal irgendwie ein Diskettenlaufwerk, eher schon eine Datasette, aber auch die war am Anfang nicht vorhanden. Das heißt, es wurden Listings abgetippt. Und dann der Computer nicht mehr ausgeschaltet. Über die Listings hatte ich dann sehr schnell eben den Bezug zur Programmierung, habe die Listings modifiziert, habe so das Programmieren langsam gelernt, habe dann nach Basic mir Assembler angeguckt. Damals war das halt so, Basic oder Assembler, viel mehr Sprachen gab es auf den Homecomputern nicht. Und was dann nicht in Assembler ging, das habe ich sogar gelötet. Zum Beispiel habe ich mal für meinen alten Atari 800 XL eine Sprachausgabe gelötet und bin so dann in die Hardware gekommen. Nach dem Abitur kam dann die Frage nach der weiteren Ausbildung. Ich wollte studieren, habe mir verschiedene Studiengänge angeguckt, konnte mit den meisten nichts anfangen. Die Informatik war das, was ich eben schon kannte. Und so habe ich angefangen, Informatik zu studieren und habe dann auch während des Studiums ein wenig Engagement gezeigt, sodass ich dann schon während des Studiums meinen ersten Arbeitsvertrag bekam und dann in dieser Firma damals tatsächlich die ersten 10 Jahre meines Berufslebens verbracht habe. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Die Softwarearchitektur spielt natürlich eine große Rolle in meinem Berufsleben. Eingestiegen bei der DB Systel bin ich als Chefarchitekt, Chefberater. Und damit habe ich eigentlich nur mit Architektur zu tun. Wir haben intern eine Architekturgilde, in der ich jetzt 3 Jahre drin war. Ich entwerfe Architekturen, ich modifiziere Architekturen, bringe sie in die Neuzeit. Aber mein Hauptsteckenpferd ist die Architekturdokumentation, den DOCSIS-Code-Ansatz und ARC42 anderen Kollegen, Umsetzungsteams beibringen und den Ansatz so weiterzuentwickeln, dass es den Leuten möglichst leicht fällt, die Dokumentation zu erstellen und zu pflegen. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ich finde es ganz schwer, einen schlimmsten beruflichen Moment irgendwie auszudeuten. Es gibt immer wieder Höhen und Tiefen im Beruf, dass mal Projekt besser läuft, mal schlechter. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ganz gut im Verdrängen bin, dass ich jetzt nicht den einen Moment rausdeuten kann. Wichtig für mich ist immer, egal was schief läuft, dass man, ja, wie heißt es so schön, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weiter geht's, dass man nicht den Mut verliert und dass man vor allem eben auch ja in einer agilen Art und Weise aus dem Problem lernt, Rückschlüsse zieht und schaut, dass es das nächste Mal besser läuft. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Die wichtigste, aber für mich auch am schwersten zu meisternde nicht-technische Fähigkeit ist die Kommunikation. Ich finde, es ist nicht einfach, so zu kommunizieren, dass man die anderen Leute abholt, dass sie den Ideen folgen, dass sie auf die Erfahrung, die man
mit reinbringt, Vertrauen. Und als logisch denkender Mensch, ja, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich bei der Kommunikation ständig von ganz vielen Fettnäpfchen umgeben bin und es fällt mir schwer, da nicht reinzutreten. Dann sind gerade so politische Spielchen in der Kommunikation für mich ganz schwierig. Mittlerweile über die Erfahrung, die ich über die Jahre angesammelt habe, fällt mir die Kommunikation aber jetzt auch leichter. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ein Ziel ist etwas, das man erreicht und dann hat man es erreicht. Dann kann man es aus den Augen verlieren. Gerade bei Dokumentation und Security sehe ich das nicht, sondern ich sehe da kontinuierlichen Verbesserungsbedarf, Verbesserungspotenzial. Gerade bei Security sagt man ja auch, Security is a Red Queen's Race, wie bei Alice im Wunderland. Man muss rennen, um stehen zu bleiben. Man muss ständig gucken, was gibt es für neue Ideen, neue Angriffsvektoren. Auch bei der Dokumentation ständig, was kann man noch verbessern? Gerade der Doxis-Code-Ansatz, der zielt halt sehr auf die Techies ab und da ist mir jetzt viel dran gelegen, den Ansatz vielleicht doch so zu gestalten, dass Techies und Nicht-Techies besser zusammenarbeiten können. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Große Einschränkungen sehe ich in meinem Beruf nicht. Ich kann eigentlich genau das machen in Sachen Architektur, was mir an der IT gefällt. Deswegen bin ich ja auch diesen Weg gegangen. Allerdings, wenn ich eine Architektur entwerfe oder weiterentwickle, dann habe ich natürlich immer den Kundennutzen mit der Architektur im Blick. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass man die neuesten Technologien einsetzt, sondern die Technologien, die sinnvoll machen. Das ist immer ein Abwägen und manchmal wünsche ich mir, ich könnte die neuesten Technologien in einem Projekt einsetzen und ausprobieren und nicht nur irgendwie so mal privat als Spielerei ausprobieren oder als Proof of Concept, sondern wirklich in einem Projekt einsetzen, um es dann eben auch in Produktion auszuprobieren. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Der erste Ratschlag an mein 18-jähriges Ich ist Finanzen. Ich wünschte, ich hätte damals Finanzen besser verstanden, was ich mit meinem verdienten, sauer verdienten Geld mache, aber auch, wo mein eigener Wert liegt, wie ich mich zu verkaufen habe. Das Thema hat zwar jetzt nichts mit Architektur zu tun, aber es spielt irgendwo in das Berufliche ständig mit rein. Mein zweiter Tipp an mein junges Ich ist, mach dich schlau, was der Dunning-Kruger-Effekt ist und lerne ihn richtig auszunutzen. Und das bedeutet zum einen, dass du über diesen Effekt lernst, andere Leute einzuschätzen, dass du aber auch lernst, wie du dich selbst präsentierst, dass du deine Ideen sicher präsentieren musst, damit sie auch von anderen aufgenommen werden. Mein dritter Tipp hat viel mit Architektur zu tun, zumindest aus meiner Sicht, nämlich öfters mal die Frage stellen, welches Problem löst das? Gerade bei einer Architektur einfach mal eine Komponente rauspicken und fragen, welches Problem löst diese Komponente? Und wenn man keine gescheite Antwort findet, dann lässt sich die ganze Architektur vereinfachen. Und das gilt nicht nur für Architekturen, das gilt für vieles. Das kann man auch auf irgendwelche Handlungen übertragen, dass man sich überlegt, warum mache ich das jetzt eigentlich? Welches Problem löse ich damit? Und diese Frage, die schafft einem oft viel Klarheit. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Was ich den Leuten mit auf den Weg geben möchte, es hört sich jetzt so an, als hätte ich jetzt eine ganz tolle Weisheit. Es ist eher wieder so ein Tipp an mein 18-jähriges Ich, lernen, mit Bauchgefühlen umzugehen. Ich habe gemerkt, dass oftmals in Projekten, bei Initiativen, man ein Bauchgefühl hat, was irgendwo aus der Erfahrung kommt. Und man dieses Bauchgefühl, zum Beispiel bei einem Projekt sagt man, hey, es ist viel zu wenig Zeit, die Deadline ist viel zu eng, aber das ist zu ungenau. Das ist einfach, wie gesagt, ein Bauchgefühl. Und wenn man es jetzt lernt, dieses Bauchgefühl zu transformieren in eine konkretere Aussage, dass man zum Beispiel sagen kann, ich habe mir unsere Projektdeadline angeguckt und ich habe das Projekt mit zwei, drei anderen Projekten verglichen und die Deadline bei unserem Projekt ist einfach viel enger getaktet mit weniger Unterstützung als in den anderen Projekten. Das heißt, hier ist das Risiko viel höher. Dann bringt das in der Kommunikation und auch das war ja vorhin schon so ein Punkt, dann bringt das einen einfach voran, weil man besser verstanden wird, was man rüberbringen möchte. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, wenn man frühzeitig lernt, so ein Bauchgefühl, was man hat, eben auch irgendwo in Zahlen, Daten, Fakten zu transformieren, damit man es leichter verständlich für andere rüberbringen kann.
Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Das Fahrrad ist außerhalb der eigenen vier Wände mein ständiger Begleiter und auch mein liebstes Sportgerät. Ansonsten habe ich die Technik auch als Hobby. Nicht unbedingt die Software, aber so habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren mich ein bisschen mehr dem 3D-Druck gewidmet. Über den 3D-Druck und die 3D-Konstruktion habe ich dann auch wieder zur Elektronik zurückgefunden, dass ich so ein bisschen mit dem Raspberry Pi und Arduino rumspiele, ein bisschen Motoren ansteuere. Und das würde ich so als mein Hobby bezeichnen. Zumindest das, was an Zeit, die man fürs Hobby investieren kann, neben Beruf und Familie noch übrig bleibt.